Jetzt, wo wieder Nations League-Spiele laufen, hört man immer wieder diese Aussagen. Boah, diese neuen Nations League-Pausen nerven. Wen interessiert das überhaupt? Oder die Belastung war ohnehin schon zu hoch, warum braucht es diesen Wettbewerb? Doch so einfach ist es nicht. Die Kritik an der Nations League ist in den meisten Fällen unbegründet. Tatsächlich macht der Wettbewerb deutlich mehr richtig, als ihm oft zugestanden wird. Deshalb setze ich mich bewusst auf den heißen Stuhl und sage, die Nations League ist overhated. Zuallererst, was ist die Nations League? Die Nations League wurde 2018 eingeführt, um die Freundschafts- und Testspiele der Nationalmannschaften attraktiver zu gestalten. Statt vieler willkürlicher Spiele, bei denen es um nichts geht, tritt man nun gegen etwa gleich starke Teams in einem Ligasystem an. Das Format umfasst 4 Ligen. Die ersten 3 bestehen jeweils aus 4 Gruppen mit je 4 Teams. Liga D, die unterste Liga, hat 2 Gruppen mit jeweils 3 Teams. Es gibt ein Auf- und Abstiegssystem, das Leistungsprinzip in den Vordergrund stellt. Die 4 besten Teams aus Liga A spielen im Juni ein Final Four Turnier, bei dem der Sieger der Nations League gekürt wird. Zusätzlich wird in jeder der Ligen jeweils ein Platz für die kommende Europameisterschaft vergeben. Bei Weltmeisterschaften bekommen 4 Teams die Möglichkeit, sich über eine Playoff-Runde doch noch zu qualifizieren. So viel zum System. Doch immer wieder, wenn über die Nations League gesprochen wird, tauchen falsche Informationen in der Diskussion auf. Und genau diese wollen wir jetzt genauer beleuchten. Kommen wir also zu den vermeintlichen und echten Kontrapunkten. Punkt 1. Höhere Belastung. Dieses Thema lässt bei vielen sofort die Alarmglocken läuten. Der Vorwurf lautet, mehr Spiele und mehr Unterbrechungen für die Nationalmannschaften. Doch wie sieht es wirklich aus? Die Anzahl der Saisonunterbrechungen, an denen Nationalspiele stattfinden, hat sich durch die Nations League nicht verändert. Die Spiele und Unterbrechungen finden unverändert statt. Ein Beispiel. 2018 mit der Nations League hatte die Nationalmannschaft Unterbrechungen im März, Juni, September, Oktober und November. 2016 ohne Nations League gab es genau dieselben Unterbrechungen. Und was ist mit der Anzahl der Spiele? Wir haben uns die 6 Jahre vor Einführung der Nations League und die 6 Jahre mit der Nations League mal genauer angeschaut. Ein Blick auf die Zahlen zeigt, zwischen 2011 und 2017 absolvierten Nationalmannschaften durchschnittlich etwa 5,25 Freundschaftsspiele pro Jahr. Seit Einführung der Nations League 2018 stieg diese Zahl auf 6,22 Spiele pro Jahr. Das entspricht einem Anstieg von knapp einem Spiel pro Jahr. Der Vorwurf, die Belastung sei durch mehr Spiele drastisch gestiegen, ist also stark übertrieben. Die einzige legitime Kritik in diesem Zusammenhang könnte der Wettbewerbscharakter der Nations League sein. Da es jetzt nicht mehr nur um bedeutungslose Freundschaftsspiele geht, sondern zumindest potenziell um ein Ticket für die nächste Meisterschaft, dem ausgeschütteten Preisgeld und die Auswirkung auf die Top-Verteilung, steigt der Druck auf die Spieler. Sie müssen mehr leisten als zuvor und das könnte tatsächlich als zusätzliche Belastung empfunden werden. Eines der häufigsten Argumente gegen die Nations League lautet, das Format ist zu kompliziert. Und ja, fairerweise muss man zugeben, dass wohl nur wenige Fußballfans die Nations League im Detail erklären könnten, ohne vorher kurz im Internet nachzuschauen. Das liegt nicht nur an der Struktur des Wettbewerbs, sondern auch daran, dass sich das Format immer mal wieder leicht ändert. Doch sind wir ehrlich, die Qualifikation für Europameisterschaften und Weltmeisterschaften waren noch nie sonderlich übersichtlich. Beispielsweise qualifiziert sich bei der EM der beste Gruppendritte direkt, während die anderen in Playoffs gegeneinander antreten. Bei der WM wiederum müssen die Gruppenzweiten zusätzliche Qualifikationsspiele absolvieren. Die Nations League mag das Gesamtsystem etwas komplexer machen, aber sie ist in einem ohnehin verworrenen Kontext nicht allein verantwortlich. Ein weiteres Argument lautet, dass Nationaltrainer weniger experimentieren können, da der Wettbewerbscharakter der Nations League Rotation erschwert. Im Gegensatz zu Freundschaftsspielen hat hier jede Niederlage potenzielle Konsequenzen. Weniger Preisgeld, der Abstieg in eine niedrigere Liga oder ein schlechterer Lostopf. Trainer stehen also unter Druck, ihre besten Spieler einzusetzen, was den Spielraum für Experimente deutlich einschränkt. Und Kontrapunkt 4, weniger Abwechslung. Auch dieser Punkt wird immer wieder größer gemacht, als er zu machen ist. Klar, doppeln sich mal die Gegner in der Nations League, aber das kommt daher, da man ja gegen Mannschaften spielt, die ungefähr gleich gut sind und da ist die Auswahl nicht unendlich. Wirft man einen genaueren Blick auf die Zuteilung, fällt sogar auf, dass die Nations League sogar ganz gut durchmischt.
Deutschland hatte in den 4 Nations League Austragungen insgesamt 11 Gegner und nur die Niederlande und Ungarn doppelten sich. Was jedoch wirklich auffällt, ist der Rückgang interkontinentaler Freundschaftsspiele. Die europäischen Teams spielen nun weniger Freundschaftsspiele gegen Teams außerhalb von Europa. Das kommt daher, da die Spiele der Nations League ja ohnehin nur gegen europäische Teams sind. Und die Anzahl der Freundschaftsspiele hat nun mal abgenommen, weswegen es darauf hinausläuft, dass man nicht mehr oft die Möglichkeit hat, gegen nicht-europäische Teams zu spielen. Deutschland spielte 2011 bis 2017 gegen 12 Teams außerhalb von Europa. Ab 2018 dann nur noch 9. Und dieses Bild zieht sich auch bei den restlichen Teams, bei denen wir recherchiert haben, durch. Ob man das für sich als bedeutenden Nachteil sieht, muss jeder für sich entscheiden. Ich für meinen Teil finde es bedauerlich, aber keine Katastrophe. Jeder muss selbst entscheiden, wie schwer dieser Aspekt wiegt. Und dann kommen wir auch schon zu den Vorteilen der Nations League. Der erste Vorteil ist der, worüber sich die meisten aufregen, das Geld. Dadurch, dass Freundschaftsspiele keine wirkliche Struktur haben, werden diese individuell von den Ländern vermarktet und haben keinen großen kommerziellen Wert. Ein Wettbewerb wie die Nations League kann zentral von der UEFA vermarktet werden. Die Einnahmen, die hierdurch entstehen, garantieren den schwächeren Mitgliedsländern sichere Einnahmen. Der nächste Vorteil, der in Deutschland oftmals belächelt wird: die Spiele sind interessanter als Freundschaftsspiele. Bei Freundschaftsspielen geht es um rein gar nichts und bei der Nations League geht es um irgendwas. Und dieses Irgendwas variiert von Nation zu Nation extrem. Natürlich ist die Perspektive in Deutschland eine andere. Wir sind verwöhnt. Wir qualifizieren uns fast immer für große Turniere und was abseits davon passiert, wird oft als Nebensache abgetan. Aber bei Nationen, die nicht Deutschland, Frankreich oder England heißen, sieht das ganz anders aus. In den 3 bisher ausgetragenen Nations League Wettbewerben gibt es zahlreiche Beispiele, wie vielseitig und bedeutend das Turnier für verschiedene Länder sein kann, von kleinen Fußballnationen bis hin zu Teams der Mittelklasse. Kleinere Nationen hätten zuvor nur die Chance auf eine Qualifikation gehabt, wenn sie in der Gruppenphase mindestens Dritter geworden und anschließend ein Hin- und Rückspiel gegen einen anderen Gruppendritten gewonnen hätten. Beispielsweise hätte Nordmazedonien in der Gruppe Dritter werden müssen und anschließend einen anderen Gruppendritten, in dem Fall Slowenien, schlagen müssen, quasi unmöglich. Und mit der Nations League? In der ersten Austragung qualifizierten sich Schottland und Nordmazedonien über die Playoffs für die EM 2021. Für Schottland war es die erste Teilnahme seit 1996, für Nordmazedonien sogar das allererste große Turnier in der Geschichte des Landes. 2024 spielte Georgien ein Playoff-Finale gegen Griechenland. Vor 55.000 begeisterten Fans im heimischen Stadion gelang Georgien, entgegen aller Prognosen, die Sensation. Erstmals qualifizierten sie sich für eine Europameisterschaft, ein historisches Ereignis, denn Georgien präsentierte sich später als eine der interessantesten Mannschaften des Turniers. Die Nations League ermöglicht es Teams aus den unteren Ligen, untereinander ein Ticket auszuspielen. So entstehen kleine Fußballmärchen, die die Sportkultur in diesen Ländern stärken. Und um etwas Persönliches einzubauen, bei der Qualifikation für die EM21 hatte Bosnien und Herzegowina dank der Nations League Playoffs noch die Chance, sich für das Turnier zu qualifizieren. Hierfür hatten wir uns bei einem Kollegen mit bosnischen Wurzeln getroffen und diese angefeuert. Am Ende verlor Bosnien und man war traurig darüber. Das zeigt aber doch, dass die Nations League deutlich interessanter ist als Freundschaftsspiele, weil sie echte Emotionen weckt. Und ja, nicht nur die kleineren Teams profitieren enorm vom Turnier, sondern auch die sogenannten Geheimfavoriten. Ein Highlight: Kroatien erreichte 2023 das Finale des Final Four Turniers und unterlag Spanien erst im Elfmeterschießen. Für kroatische Fans war das ein mitreißendes Erlebnis, das in Freundschaftsspielen niemals möglich gewesen wäre. Für große Fußballnationen wie Deutschland mag so ein Finale nice to have sein, aber nicht weltbewegend. Für die sogenannten Geheimfavoriten wie Kroatien, Österreich, Schweiz, Türkei oder Dänemark, die sich an guten Tagen mit den Besten messen können, ist die Nations League hingegen eine großartige Gelegenheit, sich unter Wettbewerbsbedingungen zu beweisen und Silberware zu gewinnen. Um das klarzustellen: ich bin keineswegs der größte Fan der Nations League. Doch in meinen Augen werden die Nachteile dieses Formats häufig verzerrt dargestellt. Nein, es gibt nicht mehr Unterbrechungen oder deutlich mehr Spiele. Ja, die Belastung der Spieler steigt dennoch und das Format ist tatsächlich unübersichtlich. Trotzdem bereichert die Nations League den Fußball, insbesondere für Länder, die nicht zur absoluten Elite gehören. Damit hat der Wettbewerb seine Daseinsberechtigung.
Eine Demokratisierung des Fußballs für kleinere Nationen, wie sie die Nations League ermöglicht, halte ich für eine gute Entwicklung. Wenn man das Problem der Überbelastung der Spieler metaphorisch mit einer brennenden Schule vergleicht, ist die Kritik an der Nations League wie der Versuch, zuerst die Bücher in Sicherheit zu bringen, anstatt die Schüler selbst zu retten. Die metaphorischen Schüler, beziehungsweise die eigentlichen Probleme, die es zu bewältigen gibt, das ist die Champions League, Europa League, Conference League, die Club-WM und die neue vergrößerte WM. Die Nations League ist nicht die Rettung, auf die wir alle gewartet haben, aber auch nicht der Untergang, zu dem sie immer wieder hochstilisiert wird. Hier links sprechen wir im selben Stil über die Reform der Champions League. Auch diese ist in unseren Augen overhated. Was es da für Vorteile und vermeintliche Nachteile gibt, klären wir dort. Guck es dir gerne an. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Sonntag bei DFT. Ciao.